Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 12, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten für ein Gesetz zur Änderung des Mobilitätsfördergesetzes. Als erstes hat sich Dr. Naas zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Förderung von Seilbahnen in Hessen. Der eine oder andere wird schmunzeln. Dabei ist jeder von uns schon einmal Seilbahn gefahren. Denn Seilbahnen sind ein gutes Beförderungsmittel, und sie können auch Teil einer modernen Mobilität sein. Gerade dort, wo andere Verkehrsmittel nicht so einfach hinkommen, in die Berge, über Flüsse, in schwieriges Gelände, in dicht besiedelte Städte, wo Verkehrsraum knapp ist, können Seilbahnen helfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hessen steht im Stau oder in überfüllten S-Bahnen. Und da nützt es nichts, wie es der Minister gerne tut, auf qualitatives Wachstum oder auf weitere Freifahrkarten oder Dauertickets für Beamten, Schüler oder Senioren zu setzen. Das ist alles schön, aber die Züge sind voll und die Probleme liegen woanders. Wir brauchen zusätzliche Straßen, gerne auch mehr Radwege und mehr ÖPNV. Wir brauchen insgesamt mehr Mobilität. Und wir Liberale verteufeln dabei nicht ein bestimmtes Verkehrsmittel. Wir spielen das eine nicht gegen das andere aus, die Straße nicht gegen die Schiene. Wir wollen eine intelligente Verknüpfung zwischen den verschiedenen Verkehrsformen. Und diese intelligente Verknüpfung zwischen Straße und Schiene kann punktuell auch durch moderne Seilbahnen erreicht werden. Meine Damen und Herren, wir müssen jede Möglichkeit nutzen. Und wer heute über autonomes Fahren und Flugtaxis nachdenkt, für den sind Seilbahnen ein selbstverständliches Verkehrsmittel der Zukunft. Seilbahnen sind die Straßenbahnen der Luft. Und dabei gilt, Seilbahnen gibt es als tägliches Nahverkehrsmittel schon lange, nämlich in Berlin, in London, in Singapur, Hongkong, in Tiflis, in Ankara und sehr oft auch in Südamerika. Seilbahnen haben entscheidende Vorteile. Sie sind schnell zu realisieren. Sie brauchen wenig Fläche. Sie brauchen vor allem keine 30 Jahre Planung und Genehmigung. Sie können 5.000 Menschen pro Stunde befördern. Sie sind leise, sie sind barrierefrei, elektroangetrieben, dürfte Ihnen auch gut gefallen. Sind auch, sind, ja, und fahren auch ohne Fahrer. Sie sind nämlich äußerst kostengünstig. In Ankara liegen die Betriebskosten 80% unter den Kosten von Straßenbahnen und Bussen. Seilbahnen sind zuverlässig, wartungsarm und praktisch auch ohne größere Unfälle. Vor allem brauchen sie aber wenig Fläche und bieten kurze Umsteigungszeiten. Meine Damen und Herren, wir sind der Überzeugung, dass Seilbahnen punktuell eingesetzt von großem Vorteil sein können. Und der Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main mit Thomas Horn an seiner Spitze hat das erkannt und auch zwei Pilotprojekte vorgeschlagen, nämlich einmal die Verbindung der großen Parkplätze im Waldstadion zum Bahnhofstadion mit den Linien 20 und 21 und zum Zweiten die Verbindung des Park-and-Ride-Platzes Taunusblick mit der Haltestelle U6 an der Heerstraße. Es gibt weitere kommunale Vorschläge, einmal aus Niederdorf-Felden, aber auch aus dem Hochtaunuskreis, die Verbindung der Hohen Mark mit Schmitten. Meine Damen und Herren, am 8. Mai dieses Jahres ist der erste hessische Seilbahntag. Und andere Länder wie Bayern und Baden-Württemberg planen auch schon. Da fragt man sich, wie sieht es mit der Förderung in Hessen aus? Nicht so eindeutig, muss man sagen. Zwar gibt es ein hessisches Seilbahngesetz für die Zulässigkeit und auch den Betrieb, aber die Förderfähigkeit ist nicht eindeutig geregelt. Hessen hat zwar letztes Jahr ein neues Mobilitätsfördergesetz erlassen, aber § 3 Absatz 1 Nummer 1a spricht nur von Straßen-, Hoch- und Untergrundbahnen. Und ob dagegen Seilbahnen bei den dann noch genannten Bahnen besonderer Art mit umfasst sind, ist gerade fraglich. In Bayern wurde bei ähnlicher Gesetzeslage nach der Mir-San-Mir-Methode dieses Gesetz zwar so ausgelegt, wir halten uns in diesem Fall aber lieber an den grünen Verkehrsminister in Baden-Württemberg.
Denn dort wurde schon 2016 die Seilbahn explizit in das Gesetz aufgenommen. Leider wurde das in Hessen bei der Verabschiedung des Gesetzes im letzten Jahr nicht bedacht. Wir wollen deshalb die Seilbahn als förderfähige Verkehrsträger explizit aufnehmen, unabhängig dieser Auslegung, und wir wollen Rechtssicherheit schaffen. Wir wollen mit dem Gesetzentwurf aber auch eine Debatte über moderne Verkehrsmittel anstoßen, die Machbarkeit von Projekten prüfen lassen und gerne auch weitere Verkehrsmittel der Zukunft mit aufnehmen. Meine Damen und Herren, das Hessische Mobilitätsfördergesetz ist gedanklich 1980 mit dem Radweg und der Fahrradverleihstation stehen geblieben. Modern und innovativ ist es nicht. Die Zukunft sieht anders aus. Und jede Idee, die helfen kann, Pendler schneller ans Ziel zu bringen, ist eine Prüfung wert. Und das gilt auch für die Seilbahn. Ich freue mich auf die weitere Beratung unseres Gesetzentwurfs dann in den Gremien und im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Naas. Als nächstes hat sich Herr Abg. Meißner von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, nicht mit der Seilbahn hier nach vorne gegangen, aber wenn sie mich gehalten hätte, dann wäre das auch eine gute Seilbahn gewesen, meine Damen und Herren. Ja, mit dem Mobilitätsfördergesetz soll in Hessen mehr Geld und mehr Planungssicherheit den Kommunen für ihre Investitionen in Verkehrssysteme zur Verfügung gestellt werden. Die Förderung kommunaler Verkehrsinfrastruktur wurde bisher mit jährlich 96,5 Millionen € durch den Bund dem Land zur Verfügung gestellt, läuft aber Ende 2019 aus. Mit dem Mobilitätsfördergesetz ersetzt Hessen die Mittel ab 2020 aus eigener Tasche, verstärkt die Förderung auf dauerhafter Basis und richtet sich auf nachhaltige Mobilität aus. Zudem wird die seit 2014 praktizierte hälftige Aufteilung auf öffentlichen Personennahverkehr wie auf Straßen gesetzlich fixiert. Die Aufstockung auf 100 Millionen € greift bereits 2019. Schwerpunkte liegen hierbei auf Elektromobilität, auf Rad- und Fußverkehr, so z. B. die Anschaffung von Elektrobussen, wir haben es gehört, der Bau von Radwegen, Carsharing, Leihfahrradstationen, IT-Systeme und die Grunderneuerung kommunaler Verkehrswege. Mit dem Gesetzentwurf zur Änderung des Mobilitätsfördergesetzes beantragt die FDP hier nun auch die Aufnahme von urbanen Seilen als förderfähige Maßnahmen. Seilbahnen. Was habe ich gesagt? Das gibt es doch gar nicht. Urbane Seilbahnen brauchen wir, nur die Seile reichen nicht. Grundsätzlich auch positiv zu sehen, wir haben es gehört, die Förderbedingung bis zu 5.000 Personen in eine Richtung bräuchte ich 100 Busse dafür, also grundsätzlich positiv zu bewerten. Aber wenn ich vor einigen Wochen von der FDP in Fulda einen Antrag auf Bau einer Seilbahn von Fuldas Innenstadt zum Kloster auf den Frauenberg beantragt worden wäre, was zur Jahreszeit bedingt mehr in den Büttenreden Niederschlag gefunden hat als in den gemeindlichen Gremien, wäre ich gar nicht auf den Hintergedanken gekommen, da genauer nachzustoßen. Und deshalb glaube ich, ist eine genauere Prüfung notwendig. Eine uneingeschränkte Förderung halte ich demnach für nicht zielführend. Urbane Seilbahnen sind ein unbestimmter Begriff. Und mit der vorliegenden Formulierung könnten so auch touristische Seilbahnen eine Möglichkeit der Förderung eröffnet werden, was ja dem eigentlichen Gesetzeszweck entgegensteht des Mobilitätsfördergesetzes. Wichtig ist vor allem auch der Hinweis, dass auch ohne direkte Aufnahme des Begriffs urbane Seilbahn zum jetzigen Zeitpunkt eine Förderung über das Mobilitätsfördergesetz unter der Formulierung, wie wir es gerade gehört haben, bahnbesondere Bauart möglich sein müsste, analog dem bayerischen GVFG. In München wurde eine Machbarkeitsstudie gefördert. Es gibt Fachliteratur Stahlbau, wo die Bahnen besonderer Bauart wie Seilbahnen definiert worden sind. In Trier gibt es auch Informationen darüber, dass Bahnen besonderer Art Seilbahnen sind und förderfähig sind. Schlussendlich laufen im Moment auch Untersuchungen bzw. Machbarkeitsstudien, inwiefern ein sinnvoller Einsatz möglich ist. Diese gilt es letztendlich abzuwarten. Entsprechende Ergebnisse können dann auch im Rahmen der Förderrichtlinien
Berücksichtigung finden, meine Damen und Herren. Aus genannten Gründen werden wir dem Gesetzentwurf so nicht zustimmen können, warten aber ab, was die Anhörung uns bringen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Meysner. Als nächstes hat sich der Kollege Eckert von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Entlasten Seilbahnen bald den Nahverkehr im Rhein-Main-Gebiet, Seilbahnen für Pendler und nicht nur für Skifahrer, mit Seilbahnen dem Stau entfliehen, oder könnten Seilbahnen in Frankfurt am Main eine Alternative zu Autobus und Bahn sein? All das ein paar Zitate aus Zeitungen der letzten 6 Monate, die alle den Vorschlag, der aus dem Regionalverband Frankfurt kommt, von Herrn Verbandsdirektor Thomas Horn und seinem ersten Beigeordneten Rufen Kötter, die mit dieser Debatte über urbane Seilbahnen ein Stück weit die Debatte, wie können wir Mobilität der Zukunft gestalten, geweitet haben und einfach auch mit dieser Idee, die sehr unterschiedlich debattiert worden ist, aufgezeigt haben, dass wir vielleicht, wenn wir über Mobilität der Zukunft reden, auch die ein oder andere Idee durchaus sehr ernst durchdiskutieren müssen. Weil immer nur dasselbe von dem, was wir bisher kennen, ist vielleicht nicht die Antwort auf die Mobilität der Zukunft, meine Damen und Herren. Ob das, und das will ich an der Stelle sagen, der Schritt direkt mit der Gesetzesnovelle der richtige Schritt ist, um das Thema auch hier im Hessischen Landtag zu thematisieren, sei dahingestellt. Und ich will an dieser Stelle den Kollegen Lenders vom 23. Mai 2018 durchaus kurz zitieren, weil er beschreibt damals nämlich das Problem sehr treffend, und das gilt für die Seilbahnen auch. Er sagt, Frau Kollegin Müller, es stimmt, es ist ein breiter Strauß. Dieser Strauß ist noch ein bisschen breiter geworden, als er ursprünglich war. Das macht auch ein bisschen das Problem aus. Und weiter sagt er, das heißt, für die einzelnen Bereiche werden immer weniger Mittel zur Verfügung stehen. Zitat Ende. Und das ist genau die Problembeschreibung, die wir beim Mobilitätsfördergesetz im letzten Jahr, im Übrigen heute exakt vor einem Jahr die erste Lesung überhaupt, thematisiert haben, ist das, was wir in § 3 beschreiben an förderfähigen Tatbeständen, mit dem, was Sie in § 1 Mindestfördersumme 100 Millionen, lieber Kollege Meysner, diese fulminante Steigerung von 96,6 auf 100 Millionen, die Sie gerade eben beschrieben haben, darum dreht sich's. Reicht das überhaupt aus, um das, was wir alles beschreiben an förderfähigen Themen, überhaupt mit abbilden zu können? Und ich will Sie nur darauf hinweisen, dass wir damals immer wieder deutlich gemacht haben, es muss in dieses Gesetz dann mit rein, nicht nur diese Absichtserklärung mit mindestens 100 Millionen, sondern es braucht einen verlässlichen Aufbau, um auch Planungssicherheit hinzubekommen, um in der Tat deutlich zu machen, wir wollen einen Aufwuchs in diesen Bereichen, meine Damen und Herren. Und mindestens genauso, das ist das Thema im letzten Jahr gewesen, und es bleibt auch bei so einem Beispiel wie Seilbahnen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs zu thematisieren. Wenn, dann brauchen wir eben auch nicht diese Festschreibung nur für den Status quo, sondern eine Dynamisierung, so wie wir es sonst immer auch vom Bund verlangen, um deutlich zu machen, die Mittel, die wir zur Verfügung stellen, entwickeln sich auch entsprechend den Anforderungen für die Zukunft. Und das, meine Damen und Herren der Freien Demokraten, hätte ich im Übrigen gerne auch schon im Gesetzentwurf wenigstens problematisiert gehabt, damit man deutlich macht, wir sehen, dass genau auch an dieser Stellschraube des Mobilitätsfördergesetzes wir durchaus drehen müssen. Sie haben es angesprochen, in der Tat, die Studie, die Machbarkeitsstudie für Frankfurt-Rhein-Main durch die Darmstädter Hochschulen. Wir warten alle sehr gespannt darauf, was wir dann entsprechend zum Sommer hin dargestellt bekommen. Weil es geht ja dann auch nicht nur darum, eine Seilbahn mit einer Aufständerung und gut ist alles, sondern es hat ja noch ein paar andere Baustellen im wahrsten Sinn des Wortes, über die wir reden müssen. Die Frage, was wir an Parkplätzen und Ähnlichem hinbekommen, um einen Umstieg vom Kfz über die Seilbahn, um auf der anderen Seite wieder auszusteigen und um im Idealfall umzusteigen auf Bus, S- oder U-Bahn. All das sind noch ein paar Infrastrukturherausforderungen, die es dann bei dieser Thematik mit zu diskutieren gilt, und auch natürlich, was es dort an planerischen und finanziellen Rahmenbedingungen dann auch mit auf sich hat. All das
wird ja auch immer wieder vor dem Hintergrund diskutiert, wir brauchen sehr lange bei Infrastrukturprojekten der Mobilität, gerade beim schienengebundenen ÖPNV. Und deswegen würde sich so ein Instrument mit Seilbahnen zur Überbrückungstechnologie sozusagen anbieten, um manche Probleme schneller zu lösen, bis wir auf eine Schienenverkehrstrasse setzen, die doch sehr lange dauert von der Idee bis zur Fertigstellung. Das will ich an der Stelle sagen. Ich bin da sehr gespannt, Herr Minister, vielleicht sagen Sie auch irgendwann in dieser Legislaturperiode dann in der Tat was, weil da steht im Koalitionsvertrag auf die Frage von Planungszeiträumen, von Planungsrecht, wie schaffen wir es, dass es schneller geht. Das ist ja ein Stück weit auch Hintergrund der Debatte für diese Seilbahnthematik. Wie kriegen wir schneller eine Lösung für die Menschen, die eine Antwort auf ihre Mobilitätsbedürfnisse haben wollen? Und deswegen freuen wir uns über diese Debatte, die wir führen, nicht nur über die Mobilität im Ballungsraum Rhein-Main, sondern auch darüber hinaus. Kollege Meißner hat über Fulda gesprochen. Ich könnte jetzt Beispiele noch zusätzlich aus Limburg, aus dem Main-Kinzig-Kreis und anderen Bereichen darstellen, die alle durchaus in dem Bereich sagen, es gibt da Möglichkeiten, die wir diskutieren sollten. Und deswegen sind wir sehr gespannt auf eine Anhörung im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss, um das Thema zu beleuchten. Ist der Weg, den die Freien Demokraten vorschlagen, der richtige, mit den rechtlichen Debatten, die Sie gerade aufgezeigt haben? Aber, Herr Minister, es sollte vielleicht der Startschuss sein in einen Ideenwettbewerb, auch hier im Hessischen Landtag, über was gibt es sonst an zusätzlichen, an möglichen Wegen, um Mobilität für die Zukunft zu beantworten. Immer nur das Gleiche vom Gleichen weiterzumachen, ist vielleicht noch nicht hinreichend alternativ dabei. Und deswegen herzlichen Dank für diese Anregung an den Regionalverband und dass es jetzt hiermit aufgegriffen wird. Und wir werden sicherlich im Verkehrsausschuss weiterhin munter darüber debattieren, denn da gehört es dann nachher hin, um diese Lösungen zu thematisieren. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an Sie, Herr Kollege Eckert. Nächster Redner ist der Abg. Heidkamp für die Fraktion der AfD. Herr Eckert, Sie haben das Wort für 7,5 Minuten. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Als bekennender Rheinländer und das auch noch in der Hardcore-Version Kölner, hatte ich mit dem Abschneiden der Krawatten bestimmte Hoffnungen verknüpft, die sich aber nicht eingestellt haben. In Köln geht der Nachmittag ganz anders über die Bühne, muss ich Ihnen sagen. Erlauben Sie mir bitte eine kurze Bemerkung zu der vorgestrigen Sitzung. Ausgerechnet beim heiß diskutierten Wahlvorschlag der Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission nach dem Gesetz zur parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes in Hessen blitzte so etwas auf wie faires demokratisches Verhalten, allerdings nur von Seiten einiger Kolleginnen und Kollegen der Opposition. Es besteht also noch Hoffnung auf Genesung allergischer Anfälle in diesem Parlament. Wir sagen unsere uneingeschränkte Mitarbeit bei der hoffentlich erfolgreichen Therapie zu. Manifestes und liebevoll gepflegtes intoleres Verhalten ist allerdings problematisch und bringt uns nicht weiter. Ich komme sofort zum Thema. Beim Lesen des hier zur Abstimmung anliegenden Gesetzentwurfs. Sie müssen mal zuhören, das kommt. Ja, beim Lesen des hier zur Abstimmung anliegenden Gesetzentwurfs zur Änderung des Mobilitätsförderungsgesetzes kam mir unwillkürlich ein Bericht zur zukünftigen Entwicklung der Industrie der Seilbahn in Österreich in den Sinn. Da man mittlerweile auch den letzten Hügel in den Alpen mit einer Seilbahn verschandelt hat, sucht diese Industrie händeringend nach neuen Feldern der Betätigung. Schon euphorisch wurde vom potenziellen Einsatz in einigen Städten in der Welt, wie Santiago de Chile oder Rio de Janeiro, habe ich selber gesehen, berichtet. Jetzt ist man offensichtlich auch in Hessen angekommen. Seilbahnen werden sinnvoll eingesetzt zur Überwindung von großen Höhenunterschieden oder zum Überbrücken von Gebieten und Flächen, die man terrestrisch nur sehr schlecht überwinden kann. Das können Berge oder auch schon mal Favelas sein. Vergleichbare Voraussetzungen sehen wir weder in der hessischen Topografie noch in der Struktur unserer Städte, jedenfalls bis dato, gegeben. Das
Das hervorstechende Kennmal des Transports mit Seilbahnen, wie auch schon bei meinen Vorrednern angesprochen, ist die Verbindung von zwei isolierten Punkten. Bevor man überhaupt an einer Konkretisierung solcher einschneidender Vorhaben und Eingriffe in die Strukturen der Städte denkt, muss man die sinnvolle Integration in die bestehenden Systeme untersucht und aufzeigen. Erst dann kann über eine Förderung nachgedacht werden. Erst dann braucht man diese Gesetzesänderung. An eine flächendeckende Versorgung mit Seilbahnen denken ja noch nicht einmal sicher die Freaks der Beförderung von Menschen in kleinen Kabinen. Für diese modellhaften Analysen und Untersuchungen braucht man die geforderte Aufnahme in die Förderkulisse des Mobilitätsfördergesetzes jedenfalls nicht. Schon die Formulierung Förderkulisse ist verräterisch im Zusammenhang mit öffentlich geförderten Projekten. Ich sehe, dass dieses Parlament einen unheimlichen Respekt vor Rednern hat. Wir sind uns doch sicher einig, dass wir zusätzliche Gesetze und Verordnungen nur beschließen sollten, wenn Vorteile für die Gemeinschaft wenigstens aufgezeigt werden können. Nice to have kann nicht das Kriterium sein. Dieser Gesetzentwurf tut den zweiten Schritt vor dem ersten. Wir sehen daher jedenfalls zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn in einer Zustimmung. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Heidkamp. Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linken, Frau Abg. Wissler. Sie haben das Wort, Frau Vorsitzende. Genau, in diesem Fall als Seilbahnpolitische Sprecherin. Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die FDP beantragt, den Bau urbaner Seilbahnen in das Mobilitätsfördergesetz aufzunehmen. Und aus unserer Sicht spricht da auch nichts dagegen. Denn das verpflichtet ja erst einmal zu nichts. Bitte, bitte, gerne. Denn es verpflichtet ja erst einmal zu nichts. Aber es schafft neue Möglichkeiten, also zumindest theoretisch. Denn praktisch muss man ja sagen, sind die 100 Millionen € pro Jahr aus diesem Topf ja sowieso nur ein Tropfen auf den heißen Stein für alles, was Straßen- und Schienenprojekte in Hessen investiert werden muss. Aber dass dieser Topf allgemein zu klein ist für den Ausbau des ÖPNV, spricht ja nicht dagegen, die Seilbahn eben ins Gesetz mit aufzunehmen. Die Vorteile einer Gondelbahn sind dabei eine vergleichsweise einfache und günstige Errichtung und ein dichter Takt. Kann natürlich zu Wartezeiten kommen, wenn man Schlange stehen muss. Die Nachteile sind verhältnismäßig aufwendige Stationen. Da muss man natürlich auch an die Barrierefreiheit denken und eine vergleichsweise geringe Reisegeschwindigkeit. Die Kapazität ist gar nicht so ein großer Knackpunkt. Das hat der Kollege der FDP ja schon gesagt. Die Mutter der urbanen Seilbahn, nämlich die seit 2014 begonnene Seilbahnnetz von La Paz, da werden je nach Linie zwischen 2.000 und 4.000 Menschen pro Stunde und Richtung befördert. Und wenn man mal nach Koblenz guckt, nicht ganz so weit weg, da können auch 3.800 Menschen pro Stunde und Richtung den Rhein überqueren. Das entspricht ungefähr einem 2-Minuten-Takt von einem bis auf den letzten Stehplatz gefüllten Standardbus. Also von daher ist die Kapazität sicher kein Argument dagegen. Seilbahn können auch in Hessen. Seilbahnen können auch in Hessen in einzelnen Fällen eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden ÖPNV auf Schiene und Straße sein. Diese Fälle gibt es insbesondere dann, wenn es sinnvolle Punkt-zu-Punkt-Verbindungen gibt, womöglich auch über schwieriges Terrain. Und darüber zumindest nachzudenken, ermöglicht eben die Aufnahme von Seilbahnen in das Mobilitätsfördergesetz. Dann eben auch Seilbahnen als Teil des ÖPNV. Das heißt, es müsste auch in die bestehenden Tarifsysteme, zum Beispiel das RMV, dann auch integriert werden, damit wirklich zu einem integrierten Mobilitätskonzept kommt. Von daher, wenn wir über Mobilität der Zukunft nachdenken, können Seilbahnen dabei ein ergänzender Bestandteil sein, meine Damen und Herren. Erfahrungen mit den bisher angedachten urbanen Seilbahnen zeigen natürlich auch, dass es auch an einigen Orten zu Widerständen in der Bevölkerung gegen Seilbahnen kommt, über bebauten Stadtgebiet z.B., wo sich Menschen dann davor sorgen, dass
zukünftig in ihre Gärten und Fenster reingeschaut werden können oder dass ihre Grundstücke verschattet werden oder der Wert der Immobilien sinkt. Deshalb ist es sicher vorzuziehen, dass Seilbahnen auch über unbebautes Gebiet verlaufen. Und da sind sie auch dann erfahrungsgemäß deutlich einfacher durchzusetzen und haben mehr Rückhalt. Seilbahnen, auch das ist ein wichtiges Argument, sind erst einmal vor Ort emissionsfrei. Das ist gut. Ihre Energiebilanz ist bei guter Auslastung sehr gut. Aber eine attraktive Verbindung muss natürlich auch zu Schwachlastzeiten betrieben werden, z.B. am späteren Abend. Und hier sinkt die Energieeffizienz dann, je mehr Luft transportiert wird. Und es gibt in diesem Zusammenhang Berechnungen von Seilbahnkritikern, denen zufolge ich habe mich da eingearbeitet in die Materie. Also, ja. Wenn Sie nicht weitersprechen, Frau Kollegin, würde ich mich auch einschalten, weil ich auch sehr fasziniert bin vom Thema Seilbahn. Aber jetzt haben ja Sie das Wort, aber Sie müssen dann schon weitersprechen vielleicht und die Dialoge dann. Bitte, Sie haben das Wort, Frau Kollegin. Wenn ich in einer Plenarwoche das erreicht habe, dass sowohl die FDP als auch Sie fasziniert sind, dann bin ich ja schon. Ich habe ja mehr erreicht in dieser Woche, als ich mir erträumt hätte. Und als Mitglied des Deutschen Alpenvereins mir Seilbahnen grundsätzlich am Herzen liegen, darauf weise ich auch noch hin. Aber jetzt geht es ja um die Urbanen. Und ich wollte ja zurückkommen zum Seilbahnkritiker, der nämlich berechnet hat, dass die Londoner ÖPNV-Seilbahn etwa das Sechsfache der Energie pro Personenkilometer benötigt als eine vergleichbare Stadtbahn. Ich glaube, das will ich mir überhaupt nicht pauschal zu eigen machen, sondern ich glaube, das sind einfach Dinge, die man schauen muss. Wie sind vor Ort die Gegebenheiten? Und müssen Autos oder Busse z.B. große Umwege fahren? Wenn es keine Seilbahn gibt, dann könnte sich das wieder alles egalisieren zugunsten von Seilbahnen. Und ich finde, wenn man mit einer Seilbahn einen attraktiven ÖPNV-Anschluss hat und das Auto auch auf der Weiterfahrt im Anschluss stehen lässt, dann verbessert das die Ökobilanz, und dann kann das sehr sinnvoll sein, meine Damen und Herren. Klar ist aber auch, eine Seilbahn ist natürlich und darf immer nur eine spezialisierte Ergänzung und keine Low-Cost-Alternative zu wichtigen Bahnprojekten sein. Auch Buslinien, die womöglich näher an den Wohngebieten und mit geringeren Haltestellenabständen fahren, erfüllen eine ganz andere Funktion als Seilbahnen, die in der Praxis auch immer Umsteigezwänge bedeuten. Insofern können wir die Aufnahme von Seilbahnen ins Mobilitätsfördergesetz befürworten. In einer besonderen Nische können Seilbahnprojekte interessante Alternativen sein. Wir können das ja dann noch einmal in der Anhörung im Wirtschaftsausschuss noch einmal vertiefen. Die Fragen bin ich auch sehr gespannt darüber, was die Experten dazu sagen. Dass Frankfurt ein Seilbahnnetz wie La Paz bekommt, würde ich jetzt eher nicht erwarten. Aber es ist eine sinnvolle Alternative. Und deswegen spricht aus meiner heutigen Sicht nichts dagegen, dem Gesetzentwurf der FDP zuzustimmen und die Seilbahn mit aufzunehmen ins Mobilitätsfördergesetz. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Wissler. Nächste Rednerin ist die Abg. Karin Müller-Kassel für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Müller, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Mobilitätsfördergesetz haben wir gerade letztes Jahr hier verabschiedet, wurde schon mehrfach gesagt. Wir haben dazu eine Anhörung gehabt. Es gab Diskussionen, aufgrund dessen auch Änderungen vorgenommen wurden. Und auch damals letztes Jahr, gab es in Hessen bereits Diskussionen zum Thema Seilbahnen. Das Für und Wider wurde an unterschiedlichen Stellen diskutiert, ohne konkretes Ergebnis. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass es in Hessen irgendwo eine Seilbahn bisher gibt. Aber wie gesagt, wir sind auch offen für das Thema Seilbahn. Aber allerdings hatte ich von der FDP-Fraktion vor einem knappen Jahr das Thema Seilbahn anscheinend noch nicht für sich entdeckt. Denn in der Anhörung und der Diskussion haben Sie nichts vorgebracht. Was aber auch egal ist. Was auch völlig egal ist. Denn durch das derzeit gültige Mobilitätsfördergesetz können Seilbahnen gefördert werden, und keine Gesetzesänderung ist nötig. Ich denke, wir werden das im Ausschuss noch einmal vertiefen, und in den Förderrichtlinien wird es sicherlich auch noch einmal auftauchen. Also alles gar kein Problem. Aber wir reden heute einmal drüber.
ob Seilbahnen die schnelle Alternative sind, um die Mobilität in Ballungsräumen zu erhöhen, ist bis jetzt auch noch nicht ganz ausgemacht. Sicherlich können sie eine Ergänzung sein zu den Bussen und Bahnen. Und das sollten wir auch ernsthaft diskutieren. Aber das Rückgrat der Mobilität in den Ballungsräumen ist eine gute, ausgebaute Schieneninfrastruktur. Denn nur auf der Schiene, denn nur auf der Schiene kann eine nennenswerte Zahl von Passagieren auch schnell befördert werden. Aber zurück zu den Seilbahnen. Wie gesagt, Ideen gab es bereits in Marburg zu den Lahnbergen oder auch in Kassel, auch von der FDP vorgeschlagen, wo wir lieber die Herkulesbahn hätten. Realisiert, ja, sehr umstritten in Marburg, in Kassel auch. Realisiert worden ist noch keine Seilbahn. Im Rhein-Main-Gebiet ist die Diskussion jetzt gerade im Gange. Der RMV wird eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Und da warten wir mal gespannt ab, wie das Ergebnis ist. Zum Thema Seilbahn heute so viel. Sie können sicher eine Möglichkeit sein, um Busse und Bahnen zu ergänzen. Wie und wo das realisiert werden kann und einen Beitrag zum öffentlichen Verkehr leisten kann, steht noch aus. Aber wenn es konkrete Formen annimmt, können die Seilbahnen auch mit dem bestehenden Gesetz gefördert werden. Ich habe es bereits erwähnt. Da braucht es keine Änderung, die von den Freien Demokraten vorgeschlagen wird. Was ich aber ganz erstaunlich fand, ist, dass Sie den Satz 3 unter dem Punkt finanzielle Auswirkungen für hessische Gemeinden und Gemeindeverbände übernommen haben aus dem Ursprungsgesetz, bei dem Sie sich enthalten haben. Da wollte ich auch noch einmal daran erinnern. In dem steht, dass das Gesetz eine Verbesserung der nachhaltigen Mobilitätsentwicklung zur zusätzlichen Möglichkeit der Verkehrsmittelwahl ist. Wahrscheinlich beziehen Sie sich da nur auf die Seilbahn, und meine Hoffnung ist unbegründet und auch nur kurz, dass Sie eingesehen haben, dass Radfahren und zu Fuß gehen durchaus zur nachhaltigen Mobilitätsentwicklung beiträgt und nicht ins Lächerliche zu ziehen ist, wie Sie das gewöhnlich tun. Da wir schon, doch tun Sie jedes Mal, wenn Sie hier reden. Und, ja, ja, da wir jetzt schon über das Mobilitätsfördergesetz reden, wie gesagt, eigentlich überflüssigerweise, aber egal. Und die Fördertatbestände möchte ich die Gelegenheit nutzen und Ihnen noch einmal erläutern, wie viele Chancen für die nachhaltige Mobilitätsentwicklung und damit für alle Verkehrsteilnehmer in dem Thema Rad- und Fußverkehr stecken. Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben mit der Gründung der AG Nahmobilität und der Förderung von Nahmobilität für die Kommunen eine Plattform geschaffen, die es ermöglicht, Konzepte für Rad- und Fußverkehr auf den Weg zu bringen, die dann durch konkrete Maßnahmen, gefördert durch das Mobilitätsfördergesetz, umgesetzt werden können. Das haben wir im aktuellen Koalitionsvertrag noch einmal be- und verstärkt. Und fast die Hälfte aller Wege sind unter 5 km und die allermeisten Wege von Pendlerinnen und Pendlern unter 17 km. Da ist das Fahrrad und das Pedelec das schnellste, gesündeste und kostengünstigste Verkehrsmittel. Und wenn wir es schaffen, diese Potenziale auszuschöpfen durch geeignete Infrastrukturmaßen, dann haben wir nicht nur gesunde Pendlerinnen und Pendler, sondern auch mehr Platz auf den Straßen für diejenigen, die nicht auf das Auto verzichten können, und gleichzeitig mehr Lebensqualität und weniger Lärm. Also, wenn die Seilbahnen dazu beitragen, dass die Freien Demokraten über nachhaltige Mobilitätsentwicklung nachdenken, dann habe ich heute gerne über Ihren Gesetzentwurf geredet. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Für die Landesregierung darf ich Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort erteilen. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir alle wissen, dass die Region Frankfurt-Rhein-Main ein Verkehrsproblem hat. Erst kürzlich wurde über die Staustundenzahl berichtet, 107 Stunden pro Jahr. Das ist glücklicherweise ein bisschen weniger als im Jahr davor und deutlich besser als beispielsweise in Berlin oder München, aber immer noch zu viel. Da sind wir uns ja alle einig. Und deswegen muss der öffentliche Personennahverkehr mit allen sinnvollen Mitteln gestärkt werden, alleine schon deshalb. Und ich will das ausdrücklich sagen, dazu können selbstverständlich auch Seilbahnen gehören. Allerdings wundert mich manche Diskussion, weil ich merke, dass sie offensichtlich an manchen Punkten nicht zu Ende gedacht ist. Ich will das einmal an einem Beispiel sagen. Es war ja in der Öffentlichkeit zu hören über das Projekt Taunusblick.
wenn man das einmal zu Ende denkt, die Idee, an der Raststätte-Taunus-Blick an der A5 eine Seilbahn zu errichten, die dann über die A5 zur Endhaltestelle, zur U-Bahn-Station Heerstraße, der U5, geht, dann ist ja die Idee dahinter, Stichwort Entlastung der Stadt Frankfurt, dass ein Pendler ins Auto steigt, sich auf die Autobahn begibt, an den Raststätte-Taunus-Blick kommt man in aller Regel nur über die Autobahn, Herr Kollege Naas. Und es gibt noch die Panzerbrücke und ja. Okay, aber die Idee dahinter ist, man kommt dahin, man gibt ein Pendler, steigt ins Auto, steht im Zweifel erst einmal zwischen, sagen wir mal, Friedberg und Bad Homburger Kreuz im Stau. Wenn er dann irgendwann an der Raststätte angekommen ist, steigt er um in eine Seilbahn, fährt vergleichsweise langsam zur U-Bahn, steigt dort wieder um in die U-Bahn, fährt nach Frankfurt rein, um dann im Zweifel wieder umzusteigen, um dahin zu kommen, wo er will. Jetzt überlegen Sie sich einmal, wie viele Menschen würden das in der Realität machen und wie viele der Leute würden dann einfach im Auto sitzen bleiben. Und deswegen kommt es immer darauf an, ob ein solches Projekt sinnvoll ist oder ob es eben nicht sinnvoll ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und damit Sie mich da nicht falsch verstehen, Seilbahnen haben entscheidende Vorteile, auf jeden Fall. Sie verbrauchen weniger Fläche am Boden als eine Straße oder auch eine Schienenstrecke. Sie sind zeitnäher zu realisieren, das stimmt. Sie sind kostengünstiger und sie verursachen keinen großen Verkehrslärm, alles richtig. Dennoch können sie in ihrer Bedeutung nicht mit den wichtigen Ausbauprojekten der Schiene, wie beispielsweise der S6, erst nach Bad Vilbel und dann weiter nach Friedberg oder beispielsweise der nordmainischen S-Bahn mithalten, sowohl was die Kapazität als auch was ihre Beförderungsgeschwindigkeit angeht. Das heißt, den Pendlerstau bekämpfen die S-Bahn-Projekte langfristig sicher wesentlich wirkungsvoller, als es Seilbahnen je könnten. Ich bin trotzdem ausdrücklich davon überzeugt, dass Seilbahnen einen weiteren Baustein im Gesamtkonzept der Verkehrswende darstellen können. Ausdrücklich. Allerdings wichtig, wir reden über öffentlichen Personennahverkehr beim Mobilitätsfördergesetz. Wir reden nicht über touristische Projekte. Stichwort Koblenz, das ist ein touristisches Projekt damals gewesen, der Bundes. Alles richtig. Ich bin auch gerne zu Sigis Hütte auf dem Edelsberg gefahren, auch ein touristisches Projekt. Ich habe auch letztes Jahr mal die Seilbahn auf die Zugspitze, die neue, benutzt. Ein unfassbares Meisterwerk der Ingenieurkunst, ausdrücklich. Aber wie gesagt, das sind touristische Projekte. Das ist nicht öffentlicher Personennahverkehr. Und ich will das ausdrücklich sagen. Der RMV wird eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Der RMV ist der zuständige Aufgabenträger. Und ich habe ihn ausdrücklich dazu ermutigt. Ich begrüße das außerordentlich. Und ich bin auf die Ergebnisse gespannt. Aber wir sollten die Ergebnisse dieser Machbarkeitsstudie abwarten, bevor wir über die Frage reden, wo etwas Sinn macht und wo etwas keinen Sinn macht. So, jetzt habe ich es wie die Kollegin Müller gemacht. Jetzt haben wir die Gelegenheit einmal genutzt, über Seilbahnen zu reden. Der Vorschlag der FDP zur Änderung des Mobilitätsfördergesetzes ist allerdings aus zwei Gründen schlicht nicht nötig. Erstens. Im Mobilitätsfördergesetz steht schon drin, dass Bahnen besonderer Bauart gefördert werden können. Nach unserer Interpretation wären das auch Seilbahnen, wenn sie Teil des ÖPNV wären. Zweitens, Herr Kollege Naas, erarbeiten wir gerade eine Förderrichtlinie zum Gesetz mit allen Beteiligten und werden das da auch noch einmal ausdrücklich klarstellen. Also insofern ist das alles schon geregelt, wenn es denn ein sinnvolles Projekt gäbe. Das gibt es aber bisher nicht in der konkreten Ausformung. Wenn es so schnell kommen sollte, dass die Förderrichtlinien bis dahin nicht fertig sind, dann kriegen wir das auch so hin, das zu fördern. Ich ahne nur, dass es so schnell nicht kommen wird. Und deswegen will ich zum Abschluss, liebe Kolleginnen und Kollegen,
es mit unserem ehemaligen Kollegen Wolfgang Greilich halten. Wolfgang Greilich hat hier immer Montesquieu zitiert, und der gesagt hat, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. In diesem Sinne vielen Dank und einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Jürgen Lenders hat sich noch gemeldet. Er hat zwar noch 1 Minute 38 so, aber er kann, wenn er will, eine zweite Runde machen. Und damit treten wir in die zweite Runde ein. Einen fröhlichen Abend. Herr Lenders, Sie haben das Wort. Herr Staatsminister, Sie haben nicht überzogen. Und dennoch haben wir jetzt die zweite Runde, und Sie haben 10 Minuten. Ja, oder Sie haben ja zum Gesetzentwurf geredet, und ich rede jetzt nach der Landesregierung. Und meine Damen und Herren, ich will nur, also erstmal bin ich Ihnen dankbar dafür, dass Sie das klargestellt haben, dass wir uns hier nicht darüber unterhalten, ob wir Seilbahnen für den Tourismus fördern wollen, ja oder nein, sondern wir wollen ihn einbetten in den ÖPNV. Und damit, es ist von vielen hier gesagt worden, eine vernünftige, punktuell eine Lösung für Verkehrsprobleme schaffen wollen. Und unser Gesetzentwurf zielt darauf ab, genau diese Teil von ÖPNV förderfähig zu machen. Und, Herr Staatsminister, das Einzige, was Ihnen eingefallen ist, ist es zum Teil wieder lächerlich zu machen, das, was hier an neuen Ideen vorgetragen worden ist, in Ihrer besonderen Art und Weise. Und auf der anderen Seite zu machen, das mag ja eine gute Idee sein, das ist auch alles gar nicht falsch, aber im Übrigen brauchen wir dafür keinen Antrag der FDP, das haben wir alle schon geregelt. Dann müssen Sie aber einmal die Frage beantworten, warum Ihre Kollegen in Baden-Württemberg das anders sehen und ausdrücklich die Förderung im ÖPNV-Gesetz vorgesehen haben. Und meine Damen und Herren, bei der letzten Evaluierung des Fördergesetzes und einer der Änderungsanträge, die wir, wo Frau Müller ja darauf hingewiesen hat, das war die Förderung von Bussen, die Wasserstoff angetrieben sind. Das war auch einer von den Technologien, die wir nicht ausdrücklich im Fördergesetz vorgesehen haben. Das hätte man genauso interpretieren können, Frau Müller. Und auch da sind wir hingegangen und haben eine Klarstellung im Gesetz vorgenommen. Und dann will mir nicht in den Kopf, warum wir das bei den Seilbahnen nicht auch tun können. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Kollege Lenders. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich empfehle, wenn noch weiterer Diskussionsbedarf besteht, die Webseite seilbahn.org. Hier kann man interessante weitere Seilbahndiskussionen führen und sich auch informieren. So, damit beende ich die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 12. Bitte Sie um Aufmerksamkeit, denn wir werden jetzt nach erster Lesung den Gesetzentwurf in den WVA überweisen. Ist das so? Dann machen wir das so.